Ich bin's Anja von Kreativrose und heute möchte ich euch gerne eine Bastelarbeit zeigen. Ihr seht es hier schon, es handelt sich um eine sogenannte Explosionsbox. Für die Leute, die nicht wissen, dass ich mache nicht nur Schmuck, sondern ich mache auch Auftragsarbeiten im Bereich Papeterie. Und ich würde sie euch gerne einfach mal zeigen. Also von außen haben wir hier, ich hoffe, man kann es sehen. Das ist so kupferfarbenes Papier. Also die sieht von außen aus wirklich wie ein kleines Geschenk. Und wenn man sie dann, Achtung, öffnet, jetzt habe ich sie natürlich falsch rum geöffnet, aber ist nicht schlimm, dann kommt sowas daraus. Ich habe hier verewigt, ich zeige euch das mal von der Seite, mal ein bisschen dichter. Lebe jetzt, lache oft, liebe für immer. Girls on Tour. Und zwar ist das eine Auftragsarbeit. Da geht es darum, da wollen Mädels zum Geburtstag, zu einem 40. Geburtstag, einen Geschenkgutschein verschenken. Und zwar zum Cocktails trinken, essen und zum Fotografieren. Ich habe hier eine kleinere Kamera gewerkelt. Ich hoffe, man kann das sehen. Dann habe ich hier halt passend dazu das Happy Birthday. Alles so ein bisschen gelb und rot gehalten. Und dann habe ich, das mache ich immer so, dass ich eine kleine Einschubkarte mache. Hier noch ein kleines Banner drauf. Und die Einschubkarte, die habe ich dann so gestaltet. Da ist dann auch ein Spruch drin. Da kann man dann noch mal was reinschreiben. Und ja, wenn ihr gerne sehen wollt, mal wie ich sowas mache. Also hier die Cocktails habe ich natürlich mit Resin gegossen. Ich kann ja mal ein bisschen dichter rangehen. Ich weiß gar nicht, ob man die sehen kann. Doch, ich denke, das kann man sehen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, also hier mal von einer anderen Perspektive, dann schreibt mir gerne einen Kommentar. Wenn euch die Box nicht gefallen hat, könnt ihr mir auch sagen gerne, warum euch die Box nicht gefallen hat. Ansonsten hoffe ich, dass sie euch gefallen hat. Ich mache sie jetzt auch wieder zu. Die wird dann demnächst verschenkt. Und wie gesagt, also wer gerne wissen möchte, wie ich dieses kleine Schmuckstück bastle, welche Materialien ich verwendet habe, der schreibt mir gerne einen Kommentar. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und bis bald. Ciao.